Ja, Wolfgang, da tauchen ja tausend Fragen auf. Ich denke, da wird auch gleich in der Publikumsrunde einiges an Fragen kommen. Ja, wie ist das denn? Wollen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, das als größten Erfolg des Kapitalismus durchgeht? Oder verbinden wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen vielmehr auch die Frage, wie wollen wir anders wirtschaften und wie wollen wir leben? Und ob das, was Timo da gerade beschrieben hat, mit diesen Minijobbern oder Mini-Selbstunternehmern, ist das wirklich eine Zukunft, die wir uns wünschen? Ich denke, da fällt dir auch noch was anderes zu ein. Ja, vielen Dank. Wie ihr seht, habe ich jetzt nichts vorbereitet, weil ich schon dachte, dass ganz viele Punkte kommen, auf die ich drauf eingehen kann. Außerdem weiß ich nicht so ganz genau, wie lange meine Stimme hält. Ich probiere es mal. Es ist, glaube ich, ganz spannend, was im Moment passiert. Also viele, die hier im Raum sitzen, sind ja schon länger in der Grundeinkommensdebatte dabei und die hat sich halt in den letzten Jahren total verändert, dadurch, dass auf einmal nicht nur Jens Werner, der, glaube ich, nochmal eine Spezialkategorie ist, sondern auch andere Unternehmenschefs und die Leute aus dem Silicon Valley jetzt stark für das Grundeinkommen plädieren. Ich beobachte interessanterweise zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass die Frage, die früher immer kam, ja, geht denn das überhaupt und ist das finanzierbar, schon noch gestellt wird, aber eher am Rande, wenn überhaupt. Weil, wenn solche Leute sagen, Grundeinkommen ist eine Alternative, dann muss es ja gehen. Also das ist das, wo wir früher immer ewig lange für gebraucht haben, bis wir erklärt haben, warum denn ein Grundeinkommen geht, das brauchen wir jetzt fast nicht mehr. Also das ist schon mal schön. Und immer mehr Leute interessieren sich auch für die Idee. Da haben dann aber auch die Schweiz und Finnland einen Beitrag dran mit dem Referendum und dem Experiment, was da oder dem Modellversuch, was da im Moment stattfindet. Es gibt auch noch eine andere Entwicklung, die ich auch interessant finde. Es gibt manche Leute, die früher vom Grundeinkommen überzeugt waren, auf einmal skeptisch werden. Weil sie sagen, Moment, sind wir dann nicht auf der falschen Seite, wenn wir mit denen auf einer Seite sind? Was passiert denn eigentlich, wenn die sich durchsetzen beim Grundeinkommen? Und gibt es vielleicht auch Grundeinkommensvarianten, die nicht gut sind? Und ich meine, dass Milton Friedman für ein Grundeinkommen war, das wissen die meisten hier, der ein Grundeinkommen unter der Armutsgrenze haben wollte, um den Arbeitsanreiz zu erhöhen. Aber das hat eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Das heißt, es ist wichtig, man muss immer gucken, was ist die Begründung fürs Grundeinkommen und was ist die Motivation beim Grundeinkommen, weil dann kommt man zu unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und nicht alle dieser Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja die gleiche Motivation. Also ich habe mal so einen von diesen Unternehmern bei mir im Büro gehabt, weil der sich bei mir gemeldet hat und der wollte mit mir über das Grundeinkommen diskutieren und will ein eigenes Projekt machen zum Grundeinkommen und für Leute Grundeinkommen finanzieren und das wissenschaftlich begleiten lassen. Und das war auch so ein relativ reicher Unternehmer, der aber eine ganz andere Motivation hat, als da häufig unterstellt wird, sondern da ging es eher in die Richtung, die Timo eben schon angedeutet hat, der gesagt hat, was mich am Grundeinkommen so begeistert ist, dass es die Leute selbstbestimmter macht, freier, und ich bin Unternehmer und ich möchte, dass die anderen Menschen auch unternehmerischer tätig sein können. Das ist durchaus eine Motivation, die auch bei Leuten, die für ein emanzipatorisches Grundeinkommen, zumindest für mich auch immer eine Motivation war, mehr Freiheit von abhängiger Beschäftigung, mehr selbstständige Arbeit. Und dann gibt es aber auch andere, die argumentieren aus der Ecke, die halt explizit Abbau des Sozialstaats wollen. Das wollen wir nicht. Und den Sozialstaat durch Grundeinkommen ersetzen. Es gibt auch welche, die nochmal anders argumentieren. Und das sind dann nicht nur Neoliberale, sondern Richard David Precht ist jemand, da höre ich das immer wieder raus, die sagen, ja, durch die Digitalisierung, da werden ganz viele Arbeitsplätze wegfallen. Wir haben die Zahl von der Studie von Osborne und Frey gehört, von Oxford, mit 47% aller Tätigkeiten, die automatisierbar
sind, da müssen wir noch irgendwas mit den Leuten machen und dann geben wir denen Grundeinkommen und gut ist. Das ist es auch nicht aus unserer Sicht, sondern uns ging es ja immer beim Grundeinkommen darum, eine Gesellschaft zu schaffen, an der alle teilhaben können, an der alle, indem sie eben nicht ausgegrenzt werden, wie bei so einem, wir geben immer 1.000 Euro und gut ist, sondern die Menschen befreit teilhaben können, freier, selbstbestimmter. Und da ist die Digitalisierung aus meiner Hinsicht durchaus auch eine Chance, wenn man die Produktivitätsgewinne, die man durch die Digitalisierung kriegen kann, tatsächlich dazu nutzen könnte, dass Freiräume entstehen, die Menschen halt wirklich weniger erwerbstätig sind und dafür andere Arbeit machen oder mehr Freizeit haben, sich politisch engagieren, wäre das ja eine tolle Sache. Aus ökologischer Sicht ist das, ist die Digitalisierung eine Chance. 100% Erneuerbare funktioniert wahrscheinlich gar nicht ohne die Digitalisierung. Und für die Demokratie könnte es auch eine Chance sein, wenn man sich halt über Plattformen, über das Internet vernetzt und Aktivitäten macht, wie wir jetzt dieses Wochenende mit dieser Arbeitstagung. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen blauäugig schon, weil die Entwicklung, die tatsächlichen Entwicklungen sind anders und das, was Werner gezeigt hat, gerade in den letzten Slides, macht auch deutlich, es gibt einen Kampf darum, wie die Digitalisierung gestaltet wird und darauf kommt es an. Und wenn wir die Digitalisierung so gestalten wollen, wie wir die wollen, also ich unterstelle mal so ein bisschen Grundkonsens hier im Raum, dann spielt das Grundeinkommen eine ganz, ganz wichtige, zentrale Rolle. Weil wenn wir wollen, dass die Menschen dabei sind in der Gesellschaft, dann brauchen sie ein Einkommen, ein Grundeinkommen für alle, was bedingungslos ausgezahlt wird. Wir werden massive Veränderungen haben durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt. Viel mehr Selbstständige, viel mehr prekäre Selbstständige, die kriegen wir durch die regulären Sicherungssysteme nicht abgesichert, sondern da braucht es neue Wege. Wir brauchen aber weitaus mehr als nur das Grundeinkommen, wenn wir als emanzipatorisch haben wollen. Wir brauchen auch eine vernünftige Infrastruktur, wo die Menschen sich beteiligen können. Wir brauchen Arbeitsschutzregelungen. In den Forderungen war zum Beispiel die Forderung nach Veränderung des Arbeitszeitgesetzes mit drin. Das hat mit Digitalisierung eigentlich ganz, ganz wenig zu tun. Das kommt aus von DEHOGA, eher aus dem Gaststättenbereich. Die wollten immer, dass die Leute länger arbeiten und das ist jetzt einfach von den Unternehmensverbänden mit in die Digitalisierungsstrategie mit aufgenommen worden. Und dann kommt dann immer die Geschichte der alleinerziehenden Mutter, die sich doch nach 10, wenn sie ihr Kind ins Bett gebracht hat, nochmal an den Schreibtisch setzen will und dann morgens, nachdem sie das Kind um 7 in die Kita gebracht hat, dann auch gleich arbeiten muss. Und das wäre doch im Interesse der Beschäftigten. Ich weiß nicht, ob die schon mal Kinder erzogen haben, aber mal ganz abgesehen davon, also wenn man das dauerhaft macht, dann macht es schlicht und einfach krank. Und es zeigt aber auch, welche Strategien da im Gange sind. Das heißt, da ist ein Kampf und deswegen ist die Frage, wie gestaltet man die Digitalisierung, wie gestaltet man ein Grundeinkommen so, dass es emanzipatorisch ist, eine ganz entscheidende. Es gibt Leute, die sagen, aufgrund der Debatte, das Grundeinkommen kommt auf jeden Fall. Wir müssen streiten, gibt es jetzt ein neoliberales Grundeinkommen oder ist es so ein abschiedendes Grundeinkommen oder ist es ein emanzipatorisches Grundeinkommen. Was ich immer wichtig finde, das ist vielleicht nochmal eine These dann auch für die Debatte, ob ein Grundeinkommen emanzipatorisch ist oder nicht, hängt gar nicht so sehr von der Art des Grundeinkommens ab. Also ich finde ein Grundeinkommen in der Höhe, wie es in Finnland mit 560 Euro, wenn man zusätzlich die Wohnkosten kriegt, durchaus ganz ordentlich, wenn dann die Infrastruktur da ist, die Arbeitsmarktregelung. Umgekehrt kann ein Grundeinkommen von 1.200 Euro, wenn man gleichzeitig die Krankenversicherung, die Rentenversicherung abschafft und die Arbeitsagentur auch gleich mit, sehr neoliberal sein. Also es ist nicht unbedingt nur die Höhe, sondern was für mich immer den Unterschied zwischen emanzipatorisch und neoliberal ausmacht, ist, was gibt es denn sonst noch in diesem Staat? Gibt es noch einen Mindestlohn? Gibt es Arbeitsregelungen? Gibt es Sozialversicherungen? Gibt es Leistungen für Menschen, die mehr brauchen? Das ist das, was ein emanzipatorisches Grundeinkommen ausmacht. Ein Grundeinkommen, was das alles abbauen will, die Leute abschieben will, nur alimentieren will, weil sie angeblich keine Jobs mehr kriegen. Das ist nicht das Grundeinkommen, was wir wollen. Und darum geht jetzt der Kampf weniger ja oder nein. Da werden wir immer noch
weiter im Streit müssen mit unseren Freundinnen und Freunden, die gegen den Neoliberalismus sind. Aber es wird vor allen Dingen auch darum gehen, was für ein Grundeinkommen wollen wir. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Debatte heute Abend und morgen bei der Arbeitstagung. Vielen Dank.